Wir schreiben das Jahr 1989 und wir befinden uns bald in der Wildnis von Wyoming als Brandwächter. Herzlich willkommen, Leute, zu Firewatch. Ohne große Umschweife möchte ich jetzt das Spiel starten. New Game. Ich habe schon gesehen, dass wir am Anfang ein bisschen lesen müssen. Und obwohl das Spiel ansonsten komplett vertont ist, leider gibt es keine deutsche Übersetzung zu diesem Spiel. Das wird noch einige Zeit dauern, aber darauf warten wir nicht. Das Spiel ist von Campo Santo und von Panic. Ja. Es sind gerade mal 10, 12 Leute insgesamt, also es ist wirklich ein kleines Team. Deswegen nennt es wohl auch die meisten Indie, auch wie dem auch sei. Okay, wir springen ein bisschen zurück in die Vergangenheit nach Boulder, Colorado 1975. Also an sich vor 14 Jahren. UC Julia. She's about your age, late 20s, laughing with well-dressed professors and great students from nearby CU Boulder. Ich denke mal, das ist eine Universität. You, Henry, are out drinking with your pals. Okay, you approach Julia. Wir sind betrunken. So, what's your major? Wir könnten sie nach dem Hauptfach fragen oder ihr einfach sagen, du bist hübsch. Ich glaube, das kommt ein bisschen plump. Nehmen wir das. You slur the word major and it smells like chores. You give an awkward smile. Evolutionary biology, she says, and I am a professor. Cool, you reply. What's yours, she asks. She sniffs the air. Man kann sich schon, kann sich schon riechen, dass wir ziemlich stark betrunken sind. Toxicology. Ich glaube, das ist wohl ein Witz, oder? Das ist ja wohl ein Witz, dass wir so viel Alkohol getrunken haben, dass wir uns dass wir uns mit Giften sehr gut auskennen. Was that a burn, you ask? She says, definitely. Where would she hurt your feelings? She asks you if you want to split a cheeseburger. Einen Cheeseburger teilen. Und eine Woche später sind wir Julias Partner. Eine Woche später. Alles klar. Wir können uns hier an die Sachen ranzoomen, Sachen benutzen, aber eigentlich befinden wir uns nur in einem Aufzug, ja. Mal vor einigen Tagen kam ja eine Preview-Version raus, ohne diesen Prolog. Dann ziehen wir uns mal den Backpack an und warten, bis der Aufzug ankommt. Alles klar, Leute. Ja, dieses Spiel hat auf den ersten Blick schon gleich so einen Effekt, dass man das hat wirklich sehr schöne Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr einen Trailer kennt. Ich kenne einen Trailer und habe mir auch den Anfang von der Preview-Version angeschaut, den einige YouTuber oder Streamer bekommen haben, quasi um das Spiel ein bisschen bekannt zu machen. Dann habe ich aber nach ein paar Minuten gesagt, okay, komm, da fehlt ja irgendwie der Prolog, wie ich dann erfahren habe, und dann lasse ich das lieber und warte, bis die volle Packung rauskommt. Wir können uns auch ein bisschen schneller bewegen und schauen, ob wir irgendwas hier sehen, aber es sieht nicht danach aus. Dann Truckbed, Load Gear. Was uns dann. Na gut, ist nicht unbedingt so nötig, aber okay. Okay, you date for over a year. She drives you absolutely nuts. It's great. Also es läuft wirklich gut für die beiden, beziehungsweise für uns und Julia. Wir ziehen zusammen. You share an apartment near the school with a view of the mountains. You two drink beers out on the deck. Okay, Deck heißt Sonnenterrasse. You drink beer just about anywhere. Life is good. Das Leben ist gut. Julia wants to get a dog. There's a scruffy, underside beagle. Julia is in love. She wants to bring him with her to class. Die will ihn mitten in die Schule schleppen. There's also an intimidating but gentle-eyed German Shepherd. Nothing bad could happen to Julia while walking this dog. It's badass. Also wir haben hier die Wahl zwischen dem kleinen, süßen Beagle-Hund. Ich weiß nicht, was Beagle genau ist. Den Julia anscheinend vorzieht, oder natürlich für den deutschen Schäferhund, und naja, da kann ich jetzt eigentlich, ich bin auf jeden Fall für den Schäferhund. You adopt a Shepherd and name him Mayhem. Mayhem, okay. Mayhem's an excellent dog. He loves wrestling with you in the park and goes with Julia on her runs. Even though he's too big to bring to school, Julia loves him all the same. Ja, alles ist gut, oder? Sie liebt ihn am Ende genauso.
Mayhem ist ein Freund, ein Kind und ein Haustier. Alles in einem. Ja, manchmal kann ich es relativ leicht übersetzen, aber ansonsten lass ich es lieber, damit es nicht ein bisschen zu komisch kommt. 4 Jahre später. Wir befinden uns auf der Sonnenterrasse und unterhalten uns. It's summer 9:30 PM, also am Abend, and the heat still radiates off of the high desert. Okay. What do you think about kids? She asked. Kids? They're not very smart or good at much. I'm saying if you and I have a couple little idiots. Ich denke mal, die beste Antwort ist natürlich, dass das eine echt super Idee ist. Das zeigt ja nur, dass wir es ernst meinen. Eines Tages, warum uns so hetzen? Nee, es ist eine gute Idee. In that case, we should probably get married. Yeah, I would like that, you say. These kids are going to be screwed up enough. It's probably for the best that their parents are hitched. You say she's absolutely right. Ja, sie hat vollkommen recht. So spielt sich der Prolog. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier im Jahre 1989 sind, Leute. Aber das, was wir eben erfahren haben, ist vor 10 Jahren gewesen. Das Gespräch mit Julia auf der Sonnenterrasse. Okay, Thoroughfare, Trailhead. Do not forget to check in. No fireworks. Is not recommended for inexperienced hikers. Aha. Learn to live with bears. You in their country. Ja, na gut, das ist ja. Das ist ja so ein Thunder Canyon. Kann man da erkennen, wo wir uns gerade befinden? Nicht unbedingt. Ja, das ist ja interessant. Ich denke mal, da sind wir gerade hergekommen. Fire Danger Today. Ja, das ist natürlich das, was hier am Anfang absolutes als stärkstes Interesse ins Auge gesprungen ist. Ist dieser Grafikstil, ja. Ich finde den wirklich super hübsch, ja. Hast du vielleicht was damit zu tun, dass ich auch ein großer Zelda-Fan bin? Aber auf jeden Fall diese Farbenvielfalt, die wir haben und... Okay, das nächste Jahr, 1980. It's a Thursday night and Julia is 4 hours late. She doesn't call. You're worried and getting angrier by the minute. Okay, wir machen uns Sorgen und werden sogar wütend. She walks in after you've gone to bed. Okay, also sie kommt doch nach Hause. Ohne irgendwie mal Bescheid zu geben. She's not quite drunk, but she's clearly been having fun time. You fight when she gets between the sheets. Aha. Werden wir sauer? Ignorieren wir? Sind irgendwie nicht... Beide sind nicht wirklich gute... Auswahlmöglichkeiten, oder? Ich nehme jetzt einfach mal, dass wir ein bisschen sauer sind, also. Hätte ja wenigstens mal Bescheid geben können hier. You call her an inconsiderate asshole? She tells you to fuck yourself and to not be such a baby. You call her selfish. Okay, sie weiß, dass wir es wirklich so meinen und ist verletzt. '81. Julia still likes to draw. She draws plants from her research. She draws all the places you go. She draws you. Okay, wir posieren und spannen unsere Muskeln an wie He-Man. You frolic like a Victoria's Secret Model. Machen wir ein Model nach? Ah komm, jetzt machen wir mal einen auf He-Man hier. Also. Okay, wir sehen toll aus. Wow. Das nennt man wohl... Kein Weg zurück, oder was? Oh, das sieht echt toll aus, wie der Sonnenuntergang die ganze Farbe hier Vielfalt verändert. Das alles hier in das Rote und Gelbliche eintaucht. Also normalerweise ist in einem Spiel, hat man quasi alles vertont,
4 Dialoge. Okay. 8 Meilen zum Two Forks Lookout Tower. Na gut, ist aber nicht so weit. Hopp. Wieder ein Jahr später. During the summers, you and Julia enjoy walking mayhem at night. Also gehen wir spazieren mit unserem Schäferhund. There's a festival in town. It brings in folks from a far away places. One of them tries to mug you with a knife. Aha. Mayhem runs away. Many more fuck dog, Julia yells. She gets flustered and has trouble speaking when she's stressed. You confront the attacker. You scare him away, you beat his goddamn face in. Na komm, jetzt wollen wir mal hier nicht gleich einen halb totschlagen, also. Also was man da für Auswahlmöglichkeiten hat, Na gut, er hat uns mit einem Messer bedroht, gell? Ich glaube, das ist auch eine Gefahr für andere. Komm, dann hauen wir den direkt mal zu Boden, ey. Okay, wir verletzen uns am Arm. Your arm gets cut up, but you beat the guy to a pulp. You don't feel very tough. You cry your eyes out before the cops show up. Julia asks to take a different path from the day forward. You say okay. You don't want to go that way either. From then on, you walk by the river. Okay, Julia schlägt also vor, dass wir einen anderen Spaziergang wählen. Also einen anderen Weg. Dann fangen wir an, am Fluss zu laufen. Abends mit dem deutschen Schäferhund. Okay. Plans to have kids get waylaid by work. Arbeit kommt dazwischen. 1984. Julia gets offered a job at Yale. Yale is in Connecticut, 2,000 miles away. It's a great job, associate department chair. She wants to move. Aber wir wollen es auf gar keinen Fall. Oh, scheiße. Wir könnten sie überzeugen, diese Arbeit nicht anzunehmen, den Job. Wir könnten zustimmen und ich glaube, das ist wohl besser, ja. Das ist am Ende, wenn man sich bei sowas dagegen querstellt, dann gibt es immer das, das hängt dann immer zwischen den Personen, was hätte gewesen und es ist immer besser, diese Chance auch wirklich zu ergreifen. Man kann dann immer noch schauen. You ask her if she will commute back and forth. You don't want to move to Connecticut. She says that will be hard, but she will do it if you won't move. You tell her not to pass it up if that's what she wants. Okay, also wir einigen uns, dass wir im Kontakt bleiben. Und sie stimmt zu. Dreimal pro Semester kommt sie mit dem Flugzeug nach Boulder geflogen. Boulder ist also der Ort. Das nächste Jahr. Julia is sent home from Yale on paid leave after having an episode. She lost it on a colleague for borrowing books that were important to her research. Okay. She didn't remember she had happily loaned them to him just 2 days prior. Sie hat sich nicht daran erinnert, dass sie einem Kollegen Bücher ausgeliehen hat, die anscheinend sehr wichtig waren für ihre... Okay. She was found crying in the stairwell. Okay, you say that maybe you guys should talk to someone about it. You make macaroni and drink wine and try to forget about... Oh Gott. You say that maybe you guys should talk to someone about it? Was heißt denn das? Ich weiß jetzt nicht genau, was sie damit meinen. Wir sagen, dass ihr Leute mit irgendjemandem reden soll. Ich glaube, halten wir lieber mal den Ball flach und machen Macaroni und... Ich habe keine Ahnung, es hört sich an, als ob wir sie so zu einem Psychologen schicken würden direkt. Es funktioniert. You watch Dallas on TV and sleep together on the couch. Ja, ich glaube, zu der Zeit war Dallas ein Riesenbrenner. Und ich so eine... Oh, jetzt ist es schon abends.
unzählig Sterne verhangener Nachthimmel hier. Und wir sind ganz allein in der Wildnis von Wyoming. Hier ist unser Tagebuch oder Journal. Was ist das denn jetzt? Ich konnte mir das gar nicht richtig angucken, Leute. Sorry, also. Mayhem is getting older. He's got silver hair down his back and slows down at night. You and Julia walk him to the bar to see your friends and it feels like nothing has changed. Okay. Julia goes back to the university. 1987, Julia's affliction gets worse. She can't remember things in class. Her research is in shambles. She drives her car to the next town over for no particular reason and has to be brought home by the police. She is devastated. She is sent home on permanent medical leave. Oh je, das wird ja wirklich schlimm jetzt. Some days you get the Julia who calls you a dope and your unborn children little idiots. Other days you get a stranger. She pulls you into bed to make love. After 5 minutes she goes into a panic believing her dad is at the door. You tell her family. They are crushed and begin to make trips to and from their home in Australia to visit her. For a while, your friends come by with little things to brighten the day. She gets worse. You spend your days following Julia around the house. You count the seconds between the 2 weekly visits from Daniel, the nurse. He suggests that Julia could live somewhere else, somewhere with 24-hour care, a home. It sits you with you for a couple months. So, das ist also jetzt wirklich eine große Entscheidung, zu überlegen, ob Julia... Das ist ja dann eigentlich für... Dass sie woanders lebt, wo man sich 24 Stunden lang um sie kümmern kann. Ne? You decide to move her into a full-time care facility. You are determined to take care of her by yourself. Oh, das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt also... Wenn wir sie diese Anstalt... entlassen, dann gibt es ja quasi überhaupt keine Chance mehr. Und Hoffnung stirbt zuletzt weh. Hm? Oh Mann, ey, das taucht das ganze Spiel. Also, ich habe ja jetzt ein. Was habe ich da aufgehoben? Ein. Notizen, Dokumente? Ich habe hier irgendein Tagebuch aufgehoben und das werden wir uns auf jeden Fall nochmal angucken können, Leute. Keine Sorge, ich habe zwar keine Ahnung wie, aber so, das ist unser, wir joggen uns einfach mal eine Runde den Pfad hier entlang, obwohl wir sollten natürlich auch immer einen Blick nach links und nach rechts werfen. Was ist denn da unten eigentlich? Also hier ist auf jeden Fall ein Pfad. It is impossibly hard. The worst is when you get mad at her, like when she tries to cook her own food. You can't do anything without her, and she can't do anything without you. When she goes to sleep, you stay up for a few hours, drinking on the deck, watching baseball in the summer, college basketball in the winter. Drinking then too. You start going out after you put her to bed. The first time you do it, you worry about her getting up and walking around while you're gone. Oh my god, was ein Quatsch jetzt, ey. Also jetzt machen wir noch einen drauf, nachdem sie schlafen gegangen ist. Okay, ist ja eine Sache. Aber einen Stuhl jetzt vor die Schlafzimmertür zu stellen, damit sie... Oh Gott. Es könnte was passieren, ja. Aber wenn man sie einsperrt, kann sie auch genauso gut irgendwie jetzt am Fett zerrütteln und verrückt werden. Ja, wir vertrauen mal drauf jetzt. Mal gucken, was passiert. You go to the same bar at the boring end of Pearl Sand. It's nice there. Over time you tell Sheila, the bartender, everything. It's a huge weight off.
You're home and in bed by 1 AM a couple nights a week. You look forward to those nights. One night you are stopped at a DUI checkpoint? Achso, das ist Alkohol, ne? You blow a .10 and are taken to jail for the night. Oh, da haben wir schon zu viel getrunken für die Polizeikontrolle. You consider trying to hide it, but you tell your sister-in-law, Susan. Okay. Unsere Stiefschwester Susan sagen wir es. Julia's parents take the next plane from Australia. They can't believe the state your house is in. Then they tell you Julia is coming to live with them. You don't argue. You say you will visit soon. A few weeks go by. Summer is coming and you see an ad in the paper for a job. Es wird ihn nach Australien gebracht, Julia. Wir nehmen den Job an. Der Sommer. Enter the Lookout Tower. Wow, jetzt geht das Spiel wohl richtig los. Haben wir eigentlich... Naja. Ich habe nur gesehen, dass wir irgendwie einen Kompass haben. Was ist das jetzt? Ja, daran kann ich mich erinnern hier. So fängt nämlich eigentlich dieses Preview oder Demo-Bild, den die da veröffentlicht haben. Das Spiel ist auch für die PlayStation 4 rausgekommen, aber da habe ich gelesen, dass es da einige Probleme gibt mit Hängern und so. Und dann, ja, spielt sich auf jeden Fall relativ gut hier auf dem PC. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Wow. Muss man sich jetzt nur vorstellen, dass wir... Ach, da drüben ist ja auch noch einer. Da ist noch ein anderer Lookout. Sieht gar nicht so weit weg, aber... ich meine, wenn ihr mal überlegt, wie weit man teilweise schauen kann, also... Da kommt der... Ich denke mal, die Entfernung, das könnt ihr so... Da könnt ihr stundenlang laufen. Um darüber zu kommen. Okay, da haben wir Propangas. Ja. Ich denke mal, einen Stromanschluss haben wir hier nicht gerade. Vollmond. Und das ist der Sommerjob. Hey, jetzt habe ich hier irgendwo mal die Tür verpeilt oder was? Wow, perfekt. Perfekter Brandwächter. Habe ich hier echt irgendwo jetzt die... Ach, lol. Tja, wenigstens, dann wissen wir ja wenigstens, wie es außenrum aussieht. Hier gibt es ein Radio. Aber bevor wir das jetzt anschalten, der Ofen, ein Kochbuch... Kann ich das irgendwie auch in die Hand nehmen, oder was? Ja, anscheinend nicht. Da, so ein Wasserkanister. The Singular Mind. Ah, das kann ich in die Hand nehmen. Trop Examine. Dr. Jonas. Don't mind your mind alone. Oh, du stellst zurück. Glory. Ich glaube, ohne das mit Licht macht das vielleicht ganz ein bisschen mehr Sinn. Ach, hier ist es. Bang. Hello, Two Forks Tower. Was ist los? Das ist gleich das Radio hier. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Ach, das ist gerade der nächste Turm, den wir da drüben gesehen haben. Sollen wir mal rausgehen? Können wir gleich mal Sichtkontakt halten mit dem anderen Turm. Okay. Was ist das? Oh. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead.
Also. Ah, ich kann das auch scrollen. You killed? You rebelling against Mom? Hä? Okay, you've killed three husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, Henry. Okay, I sleep now? Not quite. Now you. Okay, good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you, but 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Huh, is that it? Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Okay, no. Sollte man nicht so erst Tag 1. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Answer radio call. Sind wir, ich kann mich auch nicht bewegen, also. Da haben wir irgendwas geschrieben. Oh. Ich denke, wir müssen das Radio aufpicken. Aber jetzt könnten wir erstmal ein bisschen gucken hier. Was hat er da irgendwas geschrieben? Ich kann es aber nicht wirklich in die Hand nehmen. Photo with Julia. Na, das können wir uns ja mal angucken. Okay, wir können es anschauen. Das sind wir also. Okay. Ach, das schmeißen wir jetzt einfach auf. Schmeißen wir einfach so wieder auf da drauf. Ist ja interessant, ey. Ja, bei manchen Spielen ist es so. Ob da jetzt irgendwo eine Bedeutung dahinter steckt. Nachdem es. Broken Clock. Okay, das ist kaputt. Supplies for Four Forks. Das ist unsere Station. Coffee. Percolator. Stell mal wieder zurück. Ah, das stellt er wenigstens richtig. Bleach. Keine Ahnung, das brauchen wir bestimmt auch nicht. Ein Kochbuch haben wir hier. Seife. Ein Handbuch. Natural Forest. Water Jug. Ah, komm. Ich denke mal, einmal können wir uns hier in unseren Turm mal ein bisschen umschauen, bevor wir hier weitergehen. Death Strikes at 2. Hat das irgendwo eine Bedeutung? Die Bizarre Local Teen. Shocking evidence the victim was a string ungeklärte Mordfälle. Aha, aha. Ja, keine Ahnung, was wir hier auf jeden Fall noch alles hier in der Wildnis von Wyoming erleben werden. Ein paar Dinge konnte man sich ja aus dem Trailer, aber ich werde euch jetzt nichts verraten. Vorstellen. Was ist das hier? Auf jeden Fall scheint es nicht wirklich langweilig zu werden, Leute, weil das Spiel geht insgesamt 5 bis 6 Stunden, ja. Und die haben ja auch ganz klar gesagt, natürlich gibt es einige Dinge, die man machen kann mit Sammeln oder endlos durch die Gegend laufen und nichts passiert. Um ein Spiel in die Länge zu ziehen, auf der anderen Seite ist das natürlich nicht unbedingt für jedermann. Ich brauche das auch nicht unbedingt. Ich denke, wir benutzen unser Radio. Okay, wir haben verschlafen. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Woo. Yeah, Jesus, I guess it's, what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Mm-hmm. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Feuerwehr? Are those fucking fireworks? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Like kick the shit out of them. Can I write them a ticket?
Na, das, komm, wir machen es mal ein bisschen spaßig. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Aha. 1, 2, 3, 4. Na, das nenne ich mal. Ich denke mal, die meinten Zahlenschloss. Nehmen wir das Ding hier mit oder nicht? Anscheinend. Komm, dann gehen wir einfach mal raus. Ah, jetzt schnappt er sich's. Also. Wo ist denn dieses Feuer überhaupt? Ich weiß, dass man sich in dem Spiel auf jeden Fall orientieren muss. Wir haben auch eine Karte. Wir haben eine Karte und einen Kompass. Ah, da ist das Feuerwerk. Unser Kompass zeigt Westen an. Zu unserer rechten Seite ist Norden, also müssen wir uns wohl nach Westen begeben, Leute. Das ist der erste. Oh, das ist ja auf jeden Fall nicht langweilig. Direkt der erste Tag als Brandwächter. Schon haben wir Leute hier, die Feuerwerkskörper benutzen. Und wenn man sich das vorstellen kann, das ist bestimmt... Mal auf die Karte gucken oder was? Okay. Zoom in? Das funktioniert ja echt super, ey. Wow. Ja, also das ist auf jeden Fall krass. Dieser Zoom. Gucken, ob ich da irgendwas machen kann, ey. Vielleicht mal abspeichern und neu starten, ja. Okay, Leute. Neustart hat leider nichts gebracht. Nee, ist sogar noch... Da habe ich überhaupt keine Ansicht. Ich habe auch gesehen, dass ich nicht der Einzige bin. Mit der schwarzen Karte. Okay, Jonesy Lake. Keine... Wir haben aber gesehen, dass das Feuer... sich im Westen befindet und wir haben hier einen Weg, der Richtung Westen führt. Also gehen wir einfach mal. Ich denke mal, dass es dazu bald einen Fix gibt und dann kann ich mir die Karte nochmal angucken. Hab mir hier auch nochmal die Stelle angeguckt mit dem Journal, wo man dann auch quasi eine Zeichnung gesehen hatte, wie wir dann oder beziehungsweise Henry posiert hat als He-Man. Oh. Vollkommen nackt. Das andere, was ja auch teilweise, habe ich schon ein paar lustige Threads gesehen im Steam-Forum, wie sich Leute teilweise beschweren über Bad Language. Was ist das denn jetzt? Oh, da vorne ist doch jetzt eine Box. Und wir haben gesagt bekommen, wir sollen ein Seil finden. Und die Kombination 1, 2, 3, 4, die habe ich mir auf jeden Fall notiert. Ich habe es ja nicht so mit Zahlen. Aber wir können sogar nach dem Code wieder... Great.